und ab. Oh Gott. Eieieiei. Dies, ja, Sprintburst natürlich. Was denn auch sonst? Du, ich komm da durch, kein Ding. Hab ich gar kein Problem mit, Baby. Mach ich lieben gern. Oh, der war nice. Auch wenn ich das immer wieder interessant finde, wie die einfach durch mich durchlaufen. Nee, Swarty, musst du nicht. Du kannst auch den Channel verlassen. Ganz einfach. Weil wenn es hier so daneben ist, dann ich zwinge niemanden hier zu sein. Ja, klar. Freut mich natürlich auch, wenn du bleibst. Logisch. Da läuft er. Der Jake. Wow. Nice. Ah, und jetzt geht's Gejuke los. Mal gucken, wie lange er juken kann. Ich hab dein Handy gehackt. Was? Ein Pü. Immer diese Unterstellung hier! Immer diese Unterstellung hier! Unglaublich! Hi! War zu erwarten, dass er hinten rumläuft. Oh Gott, Swarty. Sei froh, dass ich sowas nicht mache. Hello Kitty, um Gottes Willen. Da ist wieder der D-Striker. Ja, der kommt runter, würde ich sagen. Ja, nee, doch nicht. Okay. Nice. Ja, wer so dreist ist und meint, er müsste hier weitermachen. Hm. Na, ich krieg die Kurven einfach nicht. Hi. Da hätte er wieder senken können, sagt er. Immer schwierig, wie gesagt. Mit dem Sägen. Okay. Insta-Safe. Ach, Mist! Die weicht gut aus. Also das muss man ja echt sagen. Die weicht richtig gut aus. Die wissen, wie man mit Billy umgehen muss. Wenn du da das zu langsame Aufziehen hast, hast du da echt ein Problem. So, jetzt zufrieden. Ich habe sie getroffen, tatsächlich. Unglaublich, ist aber so. So. Wow. Der ist ruhig. Die haben die Gens aber gut gemacht, wie man sieht. Ja, bin zufrieden, sehr schön. Freut mich. Aha. So, den setzen wir erstmal nochmal zurück. Oh, hier ist die Edge. Der ist ruhig. Ne, der ist nicht ruhig.
Das tut mir leid. Meine dumme Frage, ist deine Frau eigentlich noch wach geworden? Ah, okay. Weil ich gemerkt fing sie Sushi in den Chat zu schreiben. Ah, da ist er. Hat jetzt Wally. Ach Quatsch, ich manipuliere hier niemanden. Nur es ist halt so, ne? Also, Feng Ming ist für mich einfach Sushi, Feierabend. Ja, guten Tag. Ja, läuft, würde ich sagen. Oh Mann. Ja. Ich würde sagen, der war gut jetzt. GG. Well play. Nice. Moves. Dankeschön, Dankeschön. Da haben die jetzt nicht mit gerechnet, dass ich echt auch in die Schränke gucke. Nein, ich kann hier die Billy auch nicht. Ich kann ihn echt nicht. Also da gibt's weitaus bessere Billy-Spieler als mich. Definitiv. Guck dir das mal an. Ich habe gerade mal dreimal gesägt in dem ganzen Game. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Na, also da kenne ich wirklich andere Spieler, die sägen da wirklich jeden Instant um. Von daher, ich fand den jetzt gut, den letzten Move. Geile Kiste. Ach ja. Immer wieder herrlich. Ah, okay. Ich gehe jetzt aber unten lang. Wegen Distressing. Ah, Quatsch. Beständig. Oh, nice. Nice. Hat er schön weggefressen. Bin ich ja mal begeistert. Na komm, wir sind gerade auf dem Weg, ich nehme mal 0-2 mit. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Und dich nehmen wir mit. Ja, Swordy heißt nicht, dass ich nöt spiele. Ich nehme ihn einfach nur mit. Na, ich gucke ja auch mal ein bisschen so, ne. Er hätte hier zu viel Auswahl gehabt zum Weggehen. Das war das Problem, Swordy. Nein, wie gesagt, das heißt ja nicht, dass ich jetzt auch nöt spiele. Ne? Ich nehme nur mit, weil du musst ja im Prinzip musst ja sowieso. Guck dir meinen Geist an, der hat sämtliche Perks. Ich habe noch nie nöt gespielt. Noch nie. Auf keinen Killer. Und habe gestern beim Töpper Stufe 14 nöt gefunden. Oha!
Ja, Nöt ist ja ein allgemeiner Perk. Ne, den kriegen ja alle Killer. Den brauchst du auch nicht freischalten, den kriegt jeder Killer. Ne, das wird ja unterteilt zwischen Teachables und den allgemeinen Perks. Ne, zum Beispiel hier das Totem-Perk Thrill of the Hunt, also Nervenkitzel der Jagd, ist übrigens auch ein allgemeiner Perk, den brauchst du nicht freischalten über die Hack. Wow, und zweimal, oh Gott. Zweimal die Abteilung, na GG. So, warte mal hier jetzt noch. Ich glaube, ich gehe hier unten lang, weil ich den hier haben will. Ah. Nice. So, meine Lieben, ich muss aber leider ganz kurz auf die Toilette. Der Kaffee will dann doch raus. Ich sag mal, bis in ein paar Minütchen. Wieder da. Dir ist doof. Na, vielen Dank. Ja gut. John, das ist einfach auch eine Übungssache, ganz ehrlich. Wenn du Survivor und Killer spielst, dann weißt du auch in etwa, wie laufen die gegebenenfalls. Ne? Das ist jetzt auch... Man hat ja gesehen, ne? Also viele Survivor fangen wieder an mit den Schrank-Moves. Alleine schon wegen Quick and Quiet. Hab ich nicht behauptet, Sporty. Nur ich hab gesagt, ich mache erstmal meine Killer-Quest, mein Lieber. Ne? Von daher, erstmal Killer-Quest. Und dann können wir mal überwiegend bei SWF gucken, wenn's, wie ich da drauf bin. Versprechen tue ich nichts, habe ich aber auch schon gesagt. Dann wechseln wir mal wieder mal. Hab ich nie behauptet, Sporty. Ich spiele eigentlich ganz gerne mit dir, solange du locker bleibst. Ja, die beim Billy dauern wirklich ziemlich lange, da hast du recht. Gebe ich dir recht. Beim Billy, die Quests, die dauern ziemlich lange. Da hast du vollkommen recht. Nö, das ist ja auch, mein Gott. Ich denke mal, selbst mit der Sehbehinderung, wenn du das lange genug spielst, das Spiel, ne, dann weißt du in etwa, ah, da und da laufen die in etwa lang. Ne, dann kannst du doch beispielsweise auch deine Traps hinlegen. Zum Beispiel. Ne, beim Trapper ist ja so, du musst ja echt nur versuchen, die Leute in die Traps zu jagen. Ne. Manchmal ist es aber auch wirklich schwierig, also selbst für Leute, die gute Augen haben, die haben dann echt ihre Probleme, die Leute dann zu sehen. Ne. Also die sind dann einfach Schwundibus, einfach weg. Keine Ahnung. Und ja, dann stehst du da und weißt nicht, wo der hin ist. Spiel Michi. Da habe ich momentan keine Quest. Erstmal Quest, Swally. Erstmal Quest. Wie gesagt.